sind zur Krippe gerufen. Ist das nicht selbstverständlich, wenn Gott kommt? Scheinbar nicht. Vielleicht für uns, aber nicht für einen Juden. Das erwählte Volk Gottes der Juden. Und wenn Gott eine neue Initiative setzt, wenn man sie schon annimmt, dann gilt sie nur für die Juden. Und das war ein schwieriges Moment am Beginn der Kirche. Denn Paulus hatte bereits entdeckt diese Wahrheit, dass nicht nur die Juden das erwählte Volk sind, sie sind es von Gott her von Anfang an, aber schon mit dieser Intention, durch dieses Volk alle Völker zu erwählen. Und so hatte Petrus noch ein bisschen Vorbehalte. Und da gab es eine Riesendiskussion am ersten Konzil in Jerusalem. Du kannst doch nicht jetzt da einfach Heiden taufen, bis dann Klick gemacht hat in der Kirche und in den Köpfen der Apostel. Das Heil ist für alle da. Ich sage, das ist für uns irgendwie, wir verstehen das nicht ganz, aber was das für einen gläubigen Juden heißt, denn Paulus sagt, durch eine Offenbarung, heute in der Lesung, wurde mir das Geheimnis Christi mitgeteilt. Den Menschen früherer Generationen war es nicht bekannt. Jetzt aber ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden. Ja, was denn? Dass nämlich die Heiden, das sind wir, Miterben sind und zu demselben Leib gehören und teilhaben an derselben Verheißung. Das heißt, wenn die Sternsinger sich vielerorts die Gesichter bunt anmalen, dann soll das heißen, alle Völker, alle sind berufen, zur Krippe zu eilen. Das ist eine große Freude, zur Krippe kommen zu dürfen. Da liegt er, dein Heiland, dein Retter, dein Erlöser, der kleine König in der Krippe, vor dem sich die großen Könige beugen. Und dort, wo sie sich beugen, ist Friede. Welch Unfriede im Herzen des Herodes! Er erschrak. Dort die Freude dieser Weisen aus dem Morgenland, wir sagen auch die drei Könige oder die Magier heißt es, das waren eher so damals Wissenschaftler, und da die Angst des Herodes. Man kann sich diese Angst des Herodes ausmalen, denn in seiner Regierungszeit ließ er seinen eigenen Sohn töten aus Misstrauen, der könnte ihm gefährlich werden. Und ein paar Jahre später tötete er noch einmal zwei seiner Söhne. Offensichtlich war da seine Angst so groß auf sein Attentat, einen Anschlag. Und er ließ es sich nicht nur einen Palast bauen, sondern mehrere. Das kann man heute in Israel noch sehen, dass wenn die verschiedenen, wo Herodes sich versteckt hat gleichsam, wo er Angst hatte um seine Macht. Dort, wo der Mensch angstvoll sich klammert, ist kein Friede im Herzen. Wir sind jetzt nicht Herodes, aber es kann andere Dinge geben, an die wir uns angstvoll klammern. Und dort, wo wir uns niederbeugen, gleichsam unsere Kronen dem Kind